Ihr wolltet schon immer aussehen wie ein König? Dann habe ich hier den perfekten Guide für euch. Nachdem ihr König Wendrick in der Gruft eins auf den Deckel gegeben habt, seid ihr nun in der Lage, euch sein Set zu holen. Um das Set bald in euren eigenen Händen zu halten, begebt ihr euch zum zweiten Bonfire vom Schrein von Amana. Nach dem Tod von König Wendrick seid ihr nun in der Lage, diese Tür zu öffnen. Der einzige Haken bei dieser Sache ist, ihr müsst menschlich sein. Nach dem Öffnen der Tür findet ihr sofort die Seele des verlorenen Königs. Und wenn ihr links den Weg weitergeht, findet ihr eine Truhe mit dem angesprochenen Set. Auch wenn das Set nicht von den Werten das Beste ist, sieht es trotzdem verdammt nice aus. Wer so schlimm aussehen wollte wie ein König, hat also hier das passende Set dafür gefunden. Mit der Königsseele seid ihr in der Lage, euch ein Schild, ein Einhandschwert oder ein Ultragroßschwert anfertigen zu lassen. Ich persönlich habe mich für das Ultragroßschwert entschieden. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und ich bedanke mich fürs Zuschauen.